Herzlich willkommen zu der zweiten Episode von «Wir reden darüber». Wir reden heute über ein Thema, das ganz viele von euch da draussen interessieren könnte. Es geht nämlich um die Erstliebe und um einen Crush haben. Weil Liebe jeden betrifft, richtet sich der Podcast auch an Jugendliche, Ältere, Erwachsene, Interessierte. Wir reden über, was ist Liebe, was ist verliebt sein, wie merkt man, ob einem jemand mag, wie kann man zeigen, dass man jemanden mag, was gibt es für Tipps, um jemanden kennenzulernen, was ist Herzschmerz und wie empfindet man das, aber auch, was haben Eltern für eine Rolle, wie können Eltern vielleicht helfen bei der Aufklärung oder wie wäre es cool, wenn sie sich verhalten würden. Eltern oder Erwachsene, was ist, wenn die Eltern den Freund oder die Freundin nicht cool finden? Was dürft ihr, was sind eure Rechte? Über all das reden wir heute. Ein Highlight von dieser Episode ist, dass wir auf Fragen eingehen, die online gestellt worden sind. Vor allem Jungs haben Fragen gestellt. Wir werden immer wieder auf Fragen eingehen und hoffen, dass wir gute Antworten geben können. Wie auch beim letzten Podcast starten wir wieder mit einem Wissensinput. Wie der Songtitel wird schön rumgefragt. What is love? Baby, don't hurt me. Es geht um Verletzung, Gefühle, Emotionen. Liebe, Bindung brauchen wir, um überhaupt zu überleben. Als Kind ist es mega wichtig, weil wir angewiesen sind, dass wir Nahrung bekommen, dass auf uns geschaut wird. Also ist die Bindung und die Liebe, die die Erwachsenen zu den Kindern aufbauen, wesentlich. Eine tragische Geschichte dazu. Kaspar Hauser-Versuch. Das war ein Versuch von einem römischen Kaiser, der probiert hat, herauszufinden, was Kinder für eine Sprache sprechen, wenn man sie, wenn man mit ihnen nicht redet, wenn man ihnen keine Liebe gibt. Und man hat sie einfach gefüttert. Und die Kinder sind dann alle gestorben, weil ohne Liebe kein Kind kann überleben. Liebe betrifft auch jeden und jede. Liebe daheim, zu deiner Familie, zu deinen Eltern, Liebe zu Freunden, Liebe zu Haustieren, Liebe zu Pflanzen, Natur und. Es gibt ganz viele verschiedene Formen von Liebe. Gehen wir aber mal davon aus, du verliebst dich jetzt nicht gerade in eine Pflanze, sondern du verliebst dich in eine Person. Was passiert dort in deinem Kopf? Neuronal, sagt man dem, im Kopf passiert Folgendes. Du hast gewisse Hormone, die ausgeschüttet werden. Ganz konkret heissen die Dopamin, Noradrenalin und Serotonin. Die werden ausgeschüttet, sind sozusagen Glücks- und Belohnungshormone. Das heisst, du kommst eigentlich eine Belohnung und Glücksgefühl über. Du bist fixiert auf den anderen und wenn der andere mal nicht rum ist, passiert Folgendes. Es ist wie ein Drogenentzug. Das gute Glück oder Pech ist, dass wir nicht so lange verliebt sein können. Weil da würden wir schlichtweg einfach nicht überleben. Darum geht es dann irgendwie weiter, entweder in die Liebe oder Weg trennt sich wieder. Aber wie wissen wir denn, auf wer wir stehen oder wer wir gut finden? Schlaue Bücher von schlauen Menschen geschrieben, die sagen, dass die Sexualpräferenz, also die Neigung, die Orientierung und die Ausrichtung sich vor 20 entscheidet. Was heisst jetzt das? Es entscheidet sich, auf wer stehst du? Stehst du eher auf Jungs, auf Mädels? Stehst du eher beispielsweise auf Gleichaltrige oder Ältere oder Jüngere? Was hast du für eine Neigung? Was für Körper ziehst du an? Was für Gegenüber findest du schön? Weil jeder findet schön etwas anderes. Grundsätzlich kann man sagen, dass man rein genetisch, also aus unserer Biologie heraus, immer das Gegensätzliche anzieht von den Genen. Das heisst nicht gegensätzliche Charaktere. Es gibt das Sprichwort, hast du vielleicht auch schon gehört, Gegensätze ziehen sich an, gleich und gleich gesinnt sich gern. Es sind so zwei ganz verschiedene. Und wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast in dieser Liebeswelt, dann hast du sicher deine ganz eigenen Erfahrungen damit. Denn wie du dir kannst denken, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Es gibt verschiedenste Perle und verschiedenste Gründe, warum man sich anzieht. Oft ist es aber einfach so, dass man Bedürfnisse stillen will. Und dass man will, dass man ankommen will, dass man nicht allein sein will. Ja, und dass man so mit einem anderen zusammen eine glückliche Zeit verbringen kann. Ist die Zeit immer glücklich und was eben kann alles passieren? Jetzt starten wir. Wer wird denn über das Thema heute berichten, erzählen und auf Fragen eingehen von den Jungs? Das sind unsere zwei Expertinnen, die sich gerade selber vorstellen. Ich bin Fabienne, ich bin 16 und bin mit 12 das erste Mal verliebt. Ich bin Jenny, ich bin 18 und ich bin mit 15 das erste Mal verliebt.
Vielen Dank für eure Vorstellung. Ich freue mich richtig fest, um heute das mit euch anzugehen und das Thema, das riesige Thema, abbrechen und besprechen. Jetzt die erste Frage, die uns allen in den Köpfen umschwirrt, wenn wir an das Thema denken. Ja, was ist denn eigentlich Liebe? Verliebt, oder auch, wie wir Jugendliche sagen, Crush. Du hast so ein Kribbeln im Bauch, wenn du ihn siehst und willst immer bei dieser Person sein und denkst auch wirklich 24/7 an sie. Dann kommt Liebe. In dieser Phase von Verliebt und Liebe tut sich sehr viele trennen, weil sie einfach denken, ja, es ist nicht mehr so wie früher. Ich habe das Kribbeln im Bauch nicht mehr. Und wir fangen an, öfters zu streiten, weil halt einfach Sachen, von denen du früher weggeschaut hast, so, ja, es ist nicht schlimm und ändert sich vielleicht noch oder so. Das ist jetzt halt einfach Realität und es stört dich einfach. Aber wenn die Phase dann vorbei ist, was ist denn Liebe? Also Liebe ist, wenn man eine Bindung zueinander aufbaut und zueinander intimer wird. Das heisst, man zeigt Gefühle aneinander, man redet miteinander, man zeigt, wenn man traurig ist, wenn man eine Situation hat, wo man sich unsicher fühlt und einfach füreinander da ist. Es kann auch ein Gefühl von daheim sein. Fabienne, was denkst du über die Liebe? Ja, man lacht halt viel miteinander und man ist immer füreinander da, wenn es einem nicht gut geht. Und dann schreibt man halt und ja, es ist so ein Beieinandersein und es ist ein schönes Gefühl. Es ist schön, um euch zuzuschauen, wenn ihr über Liebe sprecht, weil ihr ganz viel mit eurem Körper gerade auch gemacht habt, mit den Händen, oder? Es ist so ausdrucksstark. Was macht es denn bei euch im Körper? Wie spürt ihr in eurem Körper, dass ihr verliebt seid oder liebt? Ja, wie halt vorher schon erwähnt, wie Liebe verliebt, du hast halt immer ein Kribbeln im Bauch und du willst einfach alles richtig machen und willst halt einfach nicht versauen, dass du die Person halt einfach verlierst. Man grinst auch die ganze Zeit, wenn die Person vor dir steht. Oder man kann den Blick nicht voneinander abwerfen. Es ist einfach so ein Kribbeln. Wir haben gerade darüber geredet, wie wir merken, wenn wir auf jemanden stehen oder einen Crush haben. Und wie merkt man das eigentlich, dass jemand auf uns steht? Also bei mir ist es halt einfach so, ich merke es, indem man halt viel schreibt und dann halt auch viel Kompliment von dem anderen bekommt. Und halt er sich für dein Leben interessiert. Ja, was machst du jetzt? Was machst du morgen? Können wir was machen? Wie geht es dir? So, was du halt normal von anderen Leuten einfach nicht bekommst. Weißt du, für ein Kompliment bekommen? Ja, also haben gesagt, ja, dass halt die schönen Augen haben, ihr süßes Lächeln und ja, dass sie halt gut aussehen. Und Gegenfrage, bei dir so? Er hat mir gesagt, dass er mich sympathisch findet, meinen Charakter gut findet und mein Humor einfach herzig sei. Haben beide jetzt äußere Kompliment, aber auch innere Kompliment genannt. Jetzt ist meine Frage so ein bisschen, ja, ist es denn wichtig, wie jemand aussieht, euch körperlich gefällt? Also, ja, klar, es ist schon wichtig so, aber es ist auch wichtig, dass einfach der Charakter stimmt. Klar, man schaut schon zuerst auf Aussehen, so, ja, okay, der würde mir jetzt schon gefallen. Aber nachher wichtig ist halt, dass er einen guten Charakter hat, weil er kann geil aussehen, aber ein Arschloch sein. Ich finde einfach, man muss mit sich selber einfach zufrieden sein. Und wenn es die andere Person einfach nicht merkt oder nicht sehen will, dann hat sie einfach Pech gehabt, meiner Sicht aus. Pech gehabt hat man manchmal auch, wenn eine Liebe nicht erwidert wird. Das ist ein bisschen eine blöde Situation. Und jetzt so meine Frage. Was kannst du machen, dass jemand auf dich aufmerksam wird oder merkt, dass du verliebt bist in ihn oder ihn liebst oder sie? Also ich habe es immer so gemacht, ich habe mich an ihn angepasst. So wenn er jetzt sagt, ja, er fährt gerne Töffli, dann habe ich halt auch mal ein Bild von meinem Töffli in meine Insta-Story in Natur. Hat einfach so ähnliche Sachen von ihm halt übernommen, dass er vielleicht denkt, ah, ja, es ist ähnlich wie nie, wird vielleicht doch was oder sie ist doch nicht so schlecht, wie er am Anfang gedacht hat. Und ist denn das gut, dass du dich so anpassen würdest? Ja, so eine Art eigentlich nicht. Man sollte eigentlich schon sich selbst bleiben. Aber wenn man halt verliebt ist oder halt einen Crush hat, dann macht man halt schon vieles, was eigentlich nicht so das Beste ist. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um zu zeigen, hey, ich mag dich? Wenn man einfach aufmerksam ist, Interesse zeigt und man einfach für ihn da ist, wenn er einen scheiß Tag hat, ihn fragen, überreden will,
ob es ihm gut geht. Einfach mit dem Schreiben, dass er weiss, okay, du bist eine Person, wo du kannst reden. Und wie ist es denn mit dieser Person sagen, dass man sie mag? Habt ihr euch auch schon getraut? Das braucht wahrscheinlich viel Mut. Also ich habe mich bis jetzt nie selber getraut. Ich weiss noch früher, das ist jetzt schon ewig lang her, habe ich dann mal so einen Brief geschrieben gehabt. Aber ich habe dann einfach so auf die Straße geworfen und bin dann weggerannt. Und dann eine Kollegin hat es in dem gegeben und hat mir dann am Abend geschrieben gehabt. Aber ja, so jetzt persönlich gesagt, habe ich es noch nie. Und du, Jenny, hast du dich schon getraut, um deine Liebe zu offenbaren? Ich persönlich habe es auch nicht veröffentlicht, also nie getraut, um es ihm zu sagen. Ich habe einfach immer über Chat, über WhatsApp früher, wenn eine Kollegin bei mir war, hat sie reingeschrieben und sie hat es abgesendet und ich bin dann weggerannt. So. Also wir rennen beide gerne weg, auf irgendeine Art. Wir gehen weiter bei unseren Themen. Wir wollen nämlich noch Auskunft geben. Wo kann man sich denn heutzutage kennenlernen als Jugendliche? Jenny, du hast da ein paar Tipps. Ja, also man kann sich bei Partys kennenlernen oder mit Kollegen, von den Kollegen, mit den Kollegen. Ich hatte gerade einen Hänger. In der heutigen Zeit gibt es aber auch Dating-Apps im Internet. Zum Beispiel eine Dating-App heisst Hoop. Der ist so ähnlich wie Tinder. Der hat wahrscheinlich gefühlt jede Person schon mal gehabt. Und es ist auch mit Snapchat verbunden. Aber davor muss man sich auch sehr gut in Schutz nehmen von Cyber-Grooming. Das ist, wenn erwachsene Leute sich als Jüngere ausgeben und die jüngeren Jugendlichen dann verführen wollen. Hast du jetzt noch irgendwelche Tipps, dass wenn man sich anfängt kennenlernen online, auf was muss man achten? Was sind so Sachen, die du wirst raten, wo du wirst du vielleicht aber auch warnen? Man sollte einfach aufpassen, was man schreibt, dass man nicht zu ausführlich schreibt von seinem Leben. Auch keine persönlichen Daten, sei zum Beispiel die Adresse, wer deine Familie ist, wo die wohnen. Und wenn du dich mit dieser Person treffen willst, dann würde ich es einer erwachsenen Person erzählen, damit sie einfach Bescheid weiss. Und als Tipp, wenn man sich kennenlernt, muss man ein bisschen höflich sein mit den Komplimenten geben. Man darf nicht zu viel Kompliment geben, sonst ist es ein bisschen too much. Too much. Too much kann manchmal auch sein, wenn man verliebt ist oder mit über dem zusammen ist. Und dann ist auf einmal das Körperliche gefragt. Intimität, Sexualität. Ist es wichtig und vor allem ist es auch Voraussetzung für eine Beziehung, dass man intim wird? Klar, mit der Zeit kann es halt mal kommen, dass man halt intim wird, aber ich würde einfach nicht stressen lassen, halt einfach so nach dem Gefühl, so ja, jetzt bin ich bereit, jetzt mache ich es. Und einfach, auch wenn jetzt die anderen sagen, ja, oh, wir haben immer noch nicht gehabt und so, einfach Zeit lassen, so nach eurem Gefühl, wenn ihr beide bereit dafür sind. Wenn beide bereit dafür sind. Das erste Mal in der Schweiz durchschnittlich ist bei 18,4 Jahren. Das heisst gar nicht so früh, wie man vielleicht manchmal denkt. Was habt ihr für Tipps für Mädels und Jungs da draussen, die vielleicht daran denken, dass sie bald einmal das erste Mal haben wollen, wo vielleicht eben kurz davor stehen? Was denkt ihr, wäre wichtig zu meinen Mitgeben? Wichtig ist halt einfach, dass du die andere Person fragst, ja, bist du bereit dafür, dass wir den nächsten Schritt machen? Nicht einfach machen, so ja, denken, ja, ja, sie will was von mir, also ist sie bereit dafür. Vielleicht ist sie das noch gar nicht und sie möchte es langsam angehen. Und wie sieht es denn mit der Verhütung aus? Ja, da gibt es sehr verschiedene Sachen, wie zum Beispiel das Kondom, eine Spirale, ein Pflaster oder ein Ring. Oder halt auch Pillen. Da gibt es sehr viele verschiedene Varianten. Da kannst du auch zum Frauenarzt gehen und dann kannst du mit ihr oder ihm halt reden, was halt das Beste für dich ist und was du halt auch willst. Ab 16 kannst du auch dort hingehen, auch ohne Eltern. Du kannst auch einfach mit deiner Kollegin gehen oder auch mit deinem Freund. Und was ist denn, wenn jetzt doch halt alles ein bisschen schief gegangen ist und das Kondom geplatzt ist oder sonst etwas nicht so geklappt hat, wie es sollte? Gibt es da Notfallverhütung? Wisst ihr da etwas? Also ich habe mal ein bisschen recherchiert und die Pille danach ist sehr hochdosierend und man muss es so schnell wie möglich nehmen, bis zu 5 Tage. Die Pille danach tut einfach den Eisprung verzögern, das heisst Sperma und die Eizellen kommen nicht in Berührung. Und somit kann es zu keiner Befruchtung kommen. Und kriegen kann man sie in einer Apotheke,
Aber im Notfall, am Samstag oder Sonntag, muss man in Notfall gehen. In der Apotheke kostet die Pille um die 60 bis 80 Franken. Und als Tipp, nimm einfach deinen Freund mit, weil es betrifft euch beide. Ah, das ist ja perfekt. Also heisst jetzt, die Pille danach kann man als Verhütungsmethode nehmen und wenn immer was passiert und man wird sicher nicht schwanger. Nein, das leider nicht. Ich habe nämlich mal eine Geschichte gehört, dass jemand trotzdem schwanger geworden ist, obwohl sie rechtzeitig die Pille danach genommen hat. Teenager-Schwangerschaft muss nicht unbedingt sein. Und was auch ganz wichtig ist und nicht zu vergessen, sind natürlich Geschlechtskrankheiten. Schwanger werden oder nicht ist sein, aber Geschlechtskrankheiten, Ansteckungen, dort muss man sich davor schützen. Darum immer verhüten. Jetzt reden wir über ein anderes Thema, nämlich über Liebeskummer. Liebeskummer kann Schmerzen verursachen. Und zwar so extreme Schmerzen, da hat eine Studie von Michigan herausgefunden, dass Liebeskummer gleiche Areal im Hirn freisetzt, wie wenn du körperliche Schmerzen hast. Weil, wie wir ja am Anfang erläutert haben, ist es so, wenn du jemanden verliebt bist, hast du ganz viele Hormone, die ausgeschüttet werden. Wenn jemand nicht rum ist, bist du auf Drogenentzug oder eben von Hormonentzug. Und das verursacht Schmerzen, weil du sozusagen nicht mit Glücksgefühl versorgt wirst. Fabienne, was hast du schon für Erfahrungen mit Liebeskummer gemacht? Es ist einfach so voll so ein Stich ins Herz. Es kommt oft voll unerwartet. Und was mir dann halt geholfen hat, ist halt einfach, wenn ich mit Kollegen geredet habe oder halt auch mit meinen Eltern. Oder was auch noch gut hilft, ist einfach zu Musik hören und zum ein bisschen runterfahren. Herzschmerz gibt es auch noch in anderen Bezügen. Nämlich, wenn Eifersucht Thema ist. Jenny, hast du Beispiel zu Thema Eifersucht? Wenn du jemanden kennenlernst und er dir sozusagen wie verbietet, mit anderen Kollegen rauszugehen, wenn du beste Kollegen hast, die Buben sind und er einfach sagt, nein, du darfst jetzt nicht mit denen rausgehen oder er findet das nicht so cool. Du sollst lieber zu ihm kommen, obwohl wir gar nicht zusammen sind. Und wie schafft man denn da zum Nein sagen? Das ist schon schwierig, aber man kann halt auch zu Leuten gehen, die einem auch gut kennen und die nach Meinungen fragen, wie sie es machen würden. Zu Leuten gehen, die einem gut kennen. Wer ist das? Das sind zum Beispiel deine Eltern. Redest du mit deinen Eltern über das Thema Sex, Liebe, Aufklärung? Also ich rede jetzt eher weniger mit meinen Eltern, aber ich rede meistens mit meinen Kollegen über die Sachen. Und wie ist das bei dir so, Jenny? Redest du mit deinen Eltern oder wie machst du das? Ich rede eigentlich mit meinen Eltern darüber, aber wenn sie mal keine Zeit haben, dann auch mit meinen Kollegen. Und wenn ihr mit den Eltern redet, wann können euch die Eltern helfen? Und was würdet ihr sagen, ist so ein guter Tipp an alle Eltern, wenn es ums Thema Sex geht und die mit euch darüber reden wollen? Also ich würde es nicht aufzwingen, ich würde alles so gechillt angehen, so den Freiraum geben und fragen, ja, sollen wir jetzt darüber reden, willst du eher mit deinen Kollegen darüber reden? Du würdest einfach so jetzt anhocken, jetzt reden wir über das und dann wird es vielleicht so voll unangenehm. Das heisst übersetzt eine lockere Atmosphäre und kein Druck, der aufgesetzt wird. Jetzt gibt es verschiedene Typen von Eltern. Drei verschiedene. Welche kennen die? Es gibt aufgeschlossene Eltern, das heisst, die sind offener, mit denen kann man auch vertrauter reden. Aber die stellen auch ab und zu einfach so nervige Fragen. Dann gibt es auch noch die erleichterten Eltern, wo es halt schwer fällt, um sich darüber auszudrücken, zu reden. Bleibt selber einfach locker und großzügig und verzeih ihnen, wenn sie was nicht so gut ausdrücken können. Ja, und dann gibt es auch noch die konservativen Eltern. Eltern, die finden kein Sex vor der Ehe oder aus religiösen oder bestimmten Moralvorstellungen auch Überzeugungen haben und darum auch nicht so einfach ist, um mit ihren Kindern oder Jugendlichen darüber zu reden. Auch dort kann es helfen, wenn vielleicht ihr mal einen Schritt auf die Eltern zu macht. Nachfragt oder eben sonst in eurem Umfeld, in eurer Peergroup Hilfe holt oder darüber redet. Jetzt kommen wir zu einer anderen Frage, die aber auch Eltern betrifft und euch. Dürfen die Eltern euch verbieten, einen Freund zu haben oder einen bestimmten Freund zu haben, wo sie vielleicht nicht so einen guten Umgang finden für euch? Ab 16 bist du sexuell mündig. Das heisst, wenn du über 16 bist, dann haben deine Eltern eigentlich nichts mehr
um dir zu befehlen, ob du einen Freund haben darfst oder nicht. Aber wenn du unter 16 bist, dann haben sie eigentlich noch einen Teil zum Mitsprechen. Natürlich haben auch die Eltern, bis du 18 bist, für die Fürsorgepflicht. Wenn deine Eltern ihn nicht so gerne haben und sie sagen, sie möchten nicht, dass er hier im Haus ist, dürfen sie dir sagen, okay, sie wollen nicht, dass er da ist, aber sie dürfen dir nicht verbieten, ihn zu sehen. Als Tipp könntest du einfach deinen Freund, deinen Eltern zuerst vorstellen, zum Beispiel an einem Abend zum Abendessen einladen. Wie du gerade beschrieben hast, Jenny, ist man ab 16 eben sexuell mündig, wie du gesagt hast. Ab dann ist es auch so, dass man mit 3 Jahren Unterschied eine Beziehung führen darf. Die 3 Jahre sind aber noch ein bisschen komplex. Es ist nämlich so, dass wenn du eben 16 bist, dann darfst du mit einer 13-jährigen Person, also 13 und 16 ist okay, beispielsweise auch 16 und 19 ist okay. Und was aber nicht okay ist, das ist Folgendes. Fabienne, was geht gar nicht nach dem Gesetz? Nicht okay ist 13 und 17, auch wenn du die Einwilligung der Eltern hast. Was auch nicht okay ist, ist 16 und 20. Und so allgemein, solange du nicht 18 bist, darfst du nicht mit den Ausbildern, Lehrern, Vorgesetzten oder anderen Menschen, zu denen du ein Abhängigkeitsverhältnis hast, darfst du mit einer keine sexuelle Beziehung eingehen. So, es ist soweit. Wir kommen langsam Richtung Ende dieser Episode. Es ist so, dass wir jetzt noch Folgendes machen wollen. Wir wollen euch darauf hinweisen, solltet ihr mal gar nicht mehr klarkommen, niemand hat zum Reden und nicht wissen, wo ihr euch hinwenden sollt, dann meldet euch doch um 147. Das ist Beratung und Hilfe für Jugendliche. Ihr könnt euch dort 24/7 melden. Es ist immer jemand da, der euch zurückschreibt und könnt Rat geben. Dann gibt es noch eine Frage, die an uns online gestellt worden ist von einem Bub. Nämlich, und die stelle ich jetzt an die zwei Expertinnen hier im Studio. Der Bub hat geschrieben, wo natürlich anonym bleibt, warum das immer Jungs den ersten Schritt auf Mädels zu machen. Was habt ihr da für eine Antwort? Also eigentlich so im Großen und Ganzen machen Jungs gar nicht den ersten Schritt. Wir meinten dann eigentlich alles so vorplanen und er muss dann einfach nur noch so wie den Schritt machen. Also wir tun schon so ein bisschen schubsen und er macht dann. Zum Beispiel wie, wenn wir jetzt irgendwo sehen würden und halt immer so anschauen und so Blick zuwerfen oder ihn jetzt zum Beispiel auf Snapchat oder keine Ahnung, Instagram adden. Und das ist eigentlich schon recht der erste Schritt. Nur er muss dann halt, wie jetzt fragen, wenn man zusammen sieht oder so irgendwas. Aber eigentlich so Vorarbeiten machen wir. Und wenn jetzt der Bub, also in eurem Fall, da nicht merkt, dass ihr da schon geflirtet habt oder sozusagen den ersten Schritt gemacht habt, was hättet ihr dafür einen Tipp an Jungs? Wie können die Jungs sich Aufmerksamkeit verschaffen? Das Wichtige ist einfach, bleib immer du selbst. Du dich nicht verstellen. Nicht zu verstellen, ja, wenn ich jetzt so bin, dann bin ich sicher blöd, ich muss cool sein. Nein, wenn sie dich mag, dann mag sie dich so, wie du bist. Das ist wichtig. Und man kann auch einfach auf Snapchat anschreiben und so kennenlernen und zu flirten. Aber was No-Go ist bei uns Frauen, wenn man über Snapchat fragt, ob man mit einem zusammen sein will. Okay, danke vielmals für die Tipps. Jetzt Schlussrunde, letzter Tipp an die Welt da außen, die zulässt. Was wollt ihr noch mitgeben von dieser Episode? Es ist ganz wichtig, mach wie es du willst. Lass auf nicht andere, wenn sie sagen, ja, was, sie sind immer noch nicht zusammen. Scheiß drauf, wenn es für dich noch nicht passt, dann mach langsam. Und du dich nicht unter Druck setzen, mach wie es du willst. Scheiß auf die, was die anderen sagen. Und was willst du noch weitergehen, Jenny? Wenn du nicht weißt, ob es zwischen euch passen würde von dir aus, dann würde ich einfach mal ein bisschen Abstand halten. Das heisst, einfach so ein paar Tage nicht mehr schreiben, 1 oder 2 Tage. Und dann kannst du selber schauen, ob du ihn vermisst oder ihn nicht vermisst. Aber dann nicht, ich würde nicht zu lange warten, weil sonst du Hoffnungen machen, die unnötig sind und dann ist es auch wieder blöd. Also überlegen und nachher geht man den Schlussstrich ziehen. Und wir ziehen jetzt auch einen Schlussstrich. Wir haben heute darüber geredet, wir haben über die erste Liebe geredet, über Crush geredet. Viele Tipps sind raus. Danke euch viel, viel mal. Mir hat es auch Spass gemacht. Wir haben viel gelacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir reden darüber. What is love?
mach's ihnen nicht zum Vorwurf.